Es ist Donnerstag, der 8. April 2021, mitten in der Osteroktav. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Morgenimpuls von Go for Peace. Gott hat eine irre Sehnsucht danach, bei uns zu sein. Und davon erzählen überall die letzten Kapitel der Evangelium. Jesus wollte sich den Seinen nochmal offenbaren. Und in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, in diesen 50 Tagen, erscheint er ihnen immer wieder und lässt sich berühren. Bei Lukas ist aufgeschrieben, dass gerade die Jünger von Emmaus zurückgekommen sind, um zu berichten, dass sie ihn beim Brotbrechen und auf dem Weg entdeckt haben. Und dann heißt es im 24. Kapitel mit dem 36. Vers startend: Und während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und dann sind sie wieder total erschrocken und können es gar nicht glauben, dass er es ist, und sie haben Angst. Und dann zeigt er ihnen seine Wunden, seine Hände und seine Seite. Dann sagt er: Habt ihr etwas zu essen? Kein Geist kann doch essen. Also Jesus will den Seinen klar machen, dass er es wirklich ist, der da ist, der mit ihnen ist, der genauso real ist, wie ein Mensch real da ist, auch wenn ich ihn einfach nicht sehen kann. Und dieses Geheimnis seiner Gegenwart, das ist das Urgeheimnis der Kirche. In jeder Zelle, überall auf der Welt, möchte er leben. Und was gibt es denn dafür für Bedingungen, dass er da sein kann? Denn wir können ihn ja nicht mehr so sehen wie vor 2000 Jahren in diesen 50 Tagen, die Jünger und Jüngerinnen ihn noch sehen konnten und berühren konnten. Im Johannesevangelium heißt es an einer Stelle: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist sozusagen das Ticket. Und ohne dieses Ticket steigt Jesus nicht in den Zug ein. Oder er ist vielleicht da, aber wir erleben, wir spüren ihn nicht. Also es braucht das Ticket dieser gegenseitigen Liebe. Einer Liebe, die wirklich bereit ist, für den anderen alles zu geben. Wir machen schon mal so einen Pakt miteinander, um uns das gegenseitig zu versprechen, dass wir wirklich bereit sind, alles für den Bruder, für die Schwester zu geben. Und wenn der andere das auch tut und dieser Pakt gegenseitig wird, dann spüren wir auf einmal, dass in dieser Liebe Jesus unter uns geboren wird und da ist. Und dass dieser Friede da ist, dass diese Kreativität da ist, dass diese Freude da ist. Also, unser Ticket ist, einfach in der Liebe zueinander zu wachsen und alles hinter diese Liebe zurückzustellen. Damit gilt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also, never without a ticket, nie ohne Fahrschein. Euch einen guten Tag.